Weißt du was? Scheiß auf diesen Schöpfer. Ich leere das einfach jetzt da drüber, Mann. Mir läuft gerade so das Wasser im Mund zusammen. So wie dieses Emoji, wo das so rausrinnt, dieser Sabber. Genau so. Da werde ich heimlich gefilmt, Mann. Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar etwas sehr Geiles. Der Nicky und ich dachten uns, wir haben mittlerweile die Big Mac Rolle, die Dönerrolle, was eigentlich ein Dürum ist. Wieso eigentlich Dönerrolle, Mann? Ja, weil es einfach in die Rollenschiene passt. Okay. Und die Pizzarolle, Leute. Und all diese Rezepte sind teilweise richtig viral gegangen. Es wird auch vom ein oder anderen Influencer, den ich natürlich nicht nenne, nachgemacht, ohne natürlich Props zu geben. Aber Freunde, wir haben uns jetzt gedacht, es fehlt noch eine Sache, und zwar eine mexikanische Version. Und deswegen wollen wir heute eine Burrito-Rolle machen, eine Low-Carb-Burrito-Rolle. Ich hoffe, es wird geil, aber ich denke, ja, wir haben uns das jetzt irgendwie ausgedacht und werden das einfach machen, Leute. Ich habe hier liegen. Für die Rolle brauchen wir immer, das ist wie bei der Dönerrolle, Big Mac-Rolle, alles dasselbe, Leute, 100 Gramm Leitkäse, 250 Gramm von Amguren Topfen, Magertopfen. Also Magerquark. Und drei Eier, natürlich aus Freilandhaltung, denkt immer daran. Oder wie Harlitz sagen würde, Bodenhaltung, wenn... Für die Bauern, hat er gesagt. Wenn man an die Bauern denkt, Bodenhaltung. Von Bodenhaltung, ne, weil wir achten auf unsere Bauern. Freilandhaltung, Bruder. Freilandhaltung. Und für die Rolle haben wir jetzt 250 Gramm, nee, sorry, 300 Gramm fettarmes faschiertes, sprich in Deutschland Rinderhack. Wir haben einen Paprika, ich nehme immer den gelben, weil der gelbe Paprika ist der beste, ja, nie den grünen nehmen. Dann haben wir 150 Gramm passierte Tomaten, Freunde. Wir nehmen Tomatenmark, wahrscheinlich so 2 Esslöffel, das werde ich einfach nach Gefühl machen. Wir haben Mais, 150 Gramm Abtropfgewicht und 150 Gramm Kidneybohnen Abtropfgewicht. Und dann dachte ich mir, wenn ihr Bock habt, ja, das müsst ihr nicht machen, noch ein bisschen Burrito-Gewürz reingeben. Zum Beispiel bei der Dönerrolle hat man ja auch ein Gyros oder ein Puten-Gewürz. Hier ein bisschen Burrito-Gewürz, dann schmeckt es noch nicer. Salz, Pfeffer, das Ganze würzen. Chili natürlich. Niki, wie konntest du den Chili vergessen? Das kochen wir jetzt. Habe ich was vergessen? Gewinnspielauflösung. Uff, ja. Das Rezept machen wir jetzt. Ich dachte mir auch, weil am Montag, Leute, am 31. Mai startet unsere Summer Challenge. Ja, 20.000 Menschen. Wir rocken das komplett durch. Und ich dachte mir, dass ich noch ein richtig geiles neues Rezept für euch bringen möchte. An alle, die noch nicht dabei sind, Leute, nutzt das noch. Kommt ins Team. Ihr könnt auch jederzeit einsteigen, auch wenn ihr ein paar Tage später irgendwie dazukommt. Ihr habt dann einen bis zu minus 45% Rabatt auf die XXL-Box. Ihr seid für immer im Team. Ihr habt für immer das Programm. Wir machen mindestens 2 Challenges pro Jahr, aber ihr könnt die nächsten Jahre durchgehend damit arbeiten. Checkt das ab, Leute. Der Link ist in der Infobox und wir rocken gemeinsam die Challenge. Ich freue mich noch über jeden, der dazukommt. Und Freunde, am Ende vom Video, das muss ich unbedingt noch machen, wir haben 2 Gewinnspiele gemacht. Und zwar haben wir einmal beide Kochbücher verlost. Ja, am Ende vom Video werden wir das jetzt auflösen, wer das gewonnen hat. Und wir haben auch eine komplette Bundlebox verlost mit Programm, also Fit & Shredded Programm, Shredded Kitchen. Und auch einem gratis Shaker dabei. Natürlich auch die Mitgliedschaft, also wer diese Bundlebox gewinnt, Leute, du bist direkt bei der Challenge dabei. Ich würde sagen, wir machen die Rolle, weil ich habe richtig Hunger. Und du kriegst übrigens nichts, Niki, nur dass du das weißt. Die Proteins müssen für mich gesaved sein, weil bei dir macht das eh keinen Sinn eigentlich. Okay, let's go. Zuerst machen wir die Rolle, also den Teig, und das ist wie bei allen Rollen gleich, Freunde. Wir heizen den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze an. Für die Rolle, Leute, brauchen wir, wie gesagt, 250 Gramm von unserem guten Magertopfen. Wow, fuck. Dann 100 Gramm Leitkäse. Und 3 von diesen schönen Eiern. Warum nicht am Tisch, wie Harley? Das wäre auch nice. Wird er das gemacht? Der hat das hier. Ja, und mit einer Hand. Mit einer Hand so und dann so? Ja. Vergiss es, ich mach die ganze Wohnung dreckig. Man muss nicht alles können, ne? Ich kann alles. Das passt schon. Ah, und was wir jetzt hier machen, das müsst ihr nicht machen, aber bei der Dönerrolle haben wir auch einen Teelöffel von so einem Gyros- oder Puten-Gewürz hineingegeben, damit das bei der Dönerrolle schön nach Döner schmeckt. Und hier müsst ihr nicht machen, Leute, aber wenn ihr es im Supermarkt seht und ihr habt Bock drauf, machen wir hier das Ganze mit einem Burrito-Gewürz. So, ein nicer Teelöffel. Dann vermixen wir das nice. So, ihr verbrennt direkt dann noch ein paar Kalorien, wenn ihr das macht. Das bedeutet, bei Fliegen mit einer Klatsche. Gell?
So schaut's aus. So, Backpapier, natürlich immer schon vorgeschnitten, das spart euch ordentlich Zeit. Geben wir hier den ganzen Teig darauf, denn wir haben nichts zu verschenken, also auch den letzten Teig. Und jetzt machen wir hier eine schöne, gleichmäßige Rolle. Wenn ihr diesen Teig macht, Freunde, schaut darauf, dass das nur so 1 cm dick ist höchstens, ja, also nutzt schön das Backpapier aus, damit das auch eine schöne dünne Rolle wird. Uff, Chefkoch einfach. So, Freunde, das Ganze kommt jetzt 20 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen. Das ist aber bei allen Rollen dasselbe, bei Big Mac, bei Döner, bei Pizza. Ihr könnt aber einfach unterschiedliche Gewürze einbauen, ja, Burrito-Gewürz, Gyros-Gewürz, that's it. Nice. So, Leute, dann machen wir jetzt während den 20 Minuten, ich muss einen Timer stellen. Ich habe aber eine Idee. Ich mache lieber so 17 Minuten, weil dann kannst du noch davor schauen, ob es nicht verbrennt. Okay, der Timer ist gestellt, Freunde. Wir machen jetzt den Inhalt. Leute, den Inhalt. Ich mache das jetzt einfach auf Freestyle. Ich würde euch eigentlich raten, auch einen Zwiebel dazu zu geben. Ja, ich habe jetzt leider keinen, aber wäre auf jeden Fall nice. Das bedeutet, ich brate jetzt zuerst das Rinderhack an mit dem Paprika, Leute. Danach kommt ein bisschen Burrito-Gewürz drüber. Danach kommt Tomatensauce, Tomatenmark und dann am Ende noch Bohnen, Mais. Und das machen wir jetzt. So wie immer. Braten wir das mit einem Teelöffel Olivenöl an. Wenn ihr das macht bei einem Burrito Roll, ich persönlich würde das einfach in Streifen schneiden. Schön dünn. Vielleicht solltet ihr den Zwiebel und Paprika davor anbraten und dann das Rinderhack dazu, ja? Kommt wahrscheinlich auch die Garstufe an vom Gemüse, ja? Ah, die Garstufe, Niki. Ja, keine Ahnung. Du kannst nicht mal Reis kochen und redest über die Garstufe. So, ich werde jetzt aber den Paprika direkt dazuhauen. Das Rindfleisch hat 7% Fett, ja. Also ihr findet im Supermarkt Rinderhack bzw. Faschiertes mit 7% Fett. Wie gesagt, ich würde euch raten, zuerst Zwiebel und Paprika anbraten, ja, das mal schön scharf anbraten und dann erst das Rindfleisch dazu. Ich habe das jetzt ein bisschen verkackt. Egal, Leute. Verzeiht mir, okay? Macht ihr das auf jeden Fall richtig. Der Hunger zugeschlagen. Boah, Mais ist so gut eigentlich aus der Dose. Ich finde auch. Ja? Besser geht's gar nicht. Boah, es ist so gut. So, dann, Leute, werde ich das jetzt würzen mit einem Burrito-Gewürz. Müsst ihr nicht machen. Wenn ihr das zum Beispiel nicht habt, könnt ihr auch einfach Paprikapulver nehmen. Ist auf jeden Fall auch geil, weil hier ist auch sicher Paprikapulver drin. Dann geben wir ein paar Chilis gleich rein, dass es ordentlich scharf ist. Salz, Pfeffer, okay. Dann, Freunde, 150 Gramm passierte Tomaten. Ihr könnt auch geschälte Tomaten nehmen, ihr könnt mehr oder weniger nehmen. Aber wichtig ist, dass das Ganze nicht zu flüssig ist. Ja? Also am Ende vielleicht noch so lange köcheln lassen, dass es nicht zu flüssig ist, weil sonst rinnt das in der Rolle irgendwie einfach raus. Und dann Tomatenmark, was sehr wichtig ist. Also alles, was immer so mit Tomatensoßen kocht, Leute, Tomatenmark gibt dem Ganzen einfach so einen nice Geschmack. Und hier mache ich jetzt ordentlich. Ich mache 2 Esslöffel. Ich bin immer so ein Typ, wenn ich so eine Tube habe, ich drücke das immer in der Mitte, auch bei Senf und so. Und dann, wenn eine Frau an meiner Seite ist, rastet die immer voll aus und sagt, nee, das geht nicht, du musst es da unten und so. Leute, wie seid ihr? Seid ihr auch eher so, dass ihr einfach den Shit so rausquetscht? Oder macht ihr das immer ganz schön von hinten, dass es immer schön gut ist? Niemals. Das muss einfach schnell gehen. Mein Learning jetzt gerade. Leute, ich probiere diese Rezepte, ich mache die nicht davor und zeige sie euch dann. Ja, ich mache das mit euch meistens so gemeinsam hier. Ich würde eher nur einen Löffel Tomatenmark reingeben und ihr könnt sicher so 200 bis 250 Gramm passierte Tomaten. Denn wenn es dann zu flüssig ist, könnt ihr das ja einfach noch köcheln lassen. So, Freunde, und jetzt kommt hier einmal die Bohnen drüber. Und der Mais natürlich, damit das alles schön mexikanisch ist.
Boah, herrlich, hä? Das sieht schon Baba aus. Ich glaube, es wäre auch sehr krass, wenn man statt Rinderhack einfach Rindschnitzel nimmt und dann so ganz dünnen Streifen schneidet. Weil so ist es ja eigentlich, wenn du Fajitas machst. Mit Hühnchen oder mit Rind. Mhm. Aber ich denke, Rinderhack wird schon nice sein. Ich weiß nie, ob ich deutsche Wörter sagen soll, wie Rinderhack und Magerquark. Oder ob ich einfach sagen soll, ein gut so als Faschiertes. Oder einen guten Magertopfen. Das wird richtig geil schmecken. Wie schaut's aus? Der braucht noch, glaube ich, oder? Kurz noch, Niki. Bissl. 2 Minuten. Damit würde ich gerne mal eben eine Watschen geben. Sagt mir in Deutschland Watschen? Na. Backpfeife, Bro. Backpfeife. Uff. Perfekt dünn, hä? Mhm. Wir lassen das jetzt kurz 3 Minuten auskühlen und dann, Freunde, geben wir die Fülle drauf. Und was ihr dann auch noch machen könnt, ich habe jetzt nochmal 30 Gramm geriebenen Leitkäse am Ende noch so drüber, dann schmilzt er noch so leicht und dann rollen wir das Ganze zusammen. Ich bin sehr gespannt, wie die schmeckt. Ich freue mich gerade extrem. Mir läuft gerade so das Wasser noch zusammen. So wie dieses Emoji, wo das so rausrinnt, dieser Sabber. Genau so. Mit dem Schöpfer, Leute. Wir haben das jetzt ein paar Minuten auskühlen lassen. Das müsst ihr übrigens bei jeder Rolle machen, egal ob Big Mac Döner. Und jetzt. Oh, sicher haben wir da alles drauf, Niki. Auf damit. Sonst haben wir die Proteins nicht, Mann. Boah, das riecht jetzt schon so geil. Weißt du was? Scheiß auf diesen Schöpfer. Ich leere das einfach jetzt da drüber, Mann. Das war vielleicht doch zu viel. Schön verteilen, wie bei jeder Rolle. Aber lass auf dem Rand auf jeden Fall ein bisschen was frei, Freunde. Ist das zu dick? Kann schon sein, hä? Okay. Ich hoffe, ich verkacke das jetzt nicht. Zeig deine Rolling Skills. Warte, ich muss eine Story machen. So, Leute, das Ding ist ready. Ich roll das jetzt ein, dann kommt noch ein bisschen Käse drüber. Und dann gibt es die Burrito Roll. Ich hätte das jetzt fast vergessen ohne der Story. Und zwar jetzt noch ein bisschen Käse drüber, wenn ihr Bock habt. Besseres als Käse. Aber dann schmilzt er da innen noch. Oh, perfekt. Es funktioniert. Okay, es wird eng. Oh mein Gott, sieht die geil aus. So, wir geben das jetzt da schön aufs Brett, damit wir das schön für den Blog fotografieren können. Leute, das Rezept ist jetzt, wo ihr das Video seht, am Blog auch online. Ja, das bedeutet, weil viele fragen mich immer, hey, gebt doch die Zutaten in die Videobeschreibung. Leute, wir erstellen immer, wir machen geile Bilder und erstellen immer für euch einen Blogbeitrag auf unserer Website. Ja, da habt ihr dann Zubereitung, Zutaten, wirklich alles zu diesem Rezept. Und dort gibt es auch die Big Mac Rolle, die Döner Rolle. Ihr findet generell fast alle geile Rezepte, die ich auf YouTube mache. Nehmen wir uns dann immer die Arbeit und erstellen nochmal für euch einen Blogartikel, dass ihr das alles immer perfekt habt. Ihr könnt auch auf der Website am Blog die Suchfunktion nutzen. Das heißt, ihr gebt einfach davidlänger.com, ja, dann geht ihr auf den Blog und dann gebt ihr zum Beispiel einen Big Mac Rolle und dann habt ihr sofort das Rezept. Oder auch bei der Rolle dann. Boah, Traum. Perfekt. Low Carb Burrito Rolle. Ich werde das jetzt nicht so essen, sondern schneiden mit der Gabel, weil dann fällt alles auseinander. Ich würde euch auch empfehlen, diese Rolle mit Gabel und Messer zu essen. Das passt ja gar nicht in meinen Mund, Mann. Warte, ich muss das nochmal teilen, glaube ich. Ich mache das andere Stück. So, Low Carb Burrito Rolle. Unfassbar. Richtig geil gehört. Finde ich genauso geil wie Big Mac Rolle, Döner Rolle. Einfach was anderes, Leute. Macht das unbedingt nach. Jetzt kostet du mal, Mann. So, Niki. Nice, hä? Mm. Schmeckt wie ein Burrito. Ich finde extrem, hä? Schmeckt richtig gut. Leute, macht dieses Rezept nach. Oh. So. Auf den nicen IKEA-Stühlen ohne Polster. Luxus pur. So, Freunde, am Ende vom Video löse ich jetzt 3 Gewinner auf. Also 2 Gewinnspiele mit insgesamt 3 Gewinnern. Alle Kommentare sind doch richtig nice.
Zuerst verlose ich zwei Kochbücher, ja. Ich blende das jetzt einmal ein, also einmal Shredded Kitchen, einmal Muscle Kitchen. Einmal gewinnt das die Bettina. Bettina, herzlichen Glückwunsch. Sie sagt, sie isst viermal die Woche unsere Brokkoli-Käse-Nuggets. Bettina, wie kannst du das viermal pro Woche essen? Du ernährst dich ja fast nur von den Brokkoli-Käse-Nuggets, aber sie sagt auch, sie kocht wirklich jedes Gericht aus dem Video nach. Also viel Spaß mit der Burrito-Rolle. Und du schreibst einfach eine E-Mail an support@davidlenger.com, welches Kochbuch du willst. Du kannst es dir aussuchen. Entweder Muscle Kitchen, da sind fett, also kalorienarme Rezepte für die Diät, aber auch Rezepte mit mehr Kalorien drin. Für den Aufbau auf jeden Fall trotzdem alles gesund. Ja, oder Shredded Kitchen mit nur kalorienarmen Rezepten. Und der zweite Gewinner ist Matthias Pressler, der auch einen sehr, sehr nice Kommentar geschrieben hat, der mich seit 2 Jahren schon verfolgt. Das feiere ich natürlich sehr, ja, wenn Leute mich wirklich seit Jahren verfolgen. Du schreibst auch bitte eine E-Mail und welches Kochbuch du willst. Und dann haben wir noch verlost, Leute, eine komplette Bundlebox. Und zwar Hey Ho Liam. Ich wollte einfach im Namen, in meinem Namen, also in seinem Namen und im Namen der ganzen Community für alles danken und ja, einfach mega Kommentar auf jeden Fall. Ist er schon im Team? Nein, er hat gesagt entweder. Achso, er will ins Team und er würde gerne die beste Version von sich selbst werden. Jetzt bist du im Team, schreib du bitte auch eine E-Mail mit Namen, Adresse, ja. An support@davidlenger.com. Leute, viel Spaß mit den Sachen. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, ihr macht die Burrito-Rolle nach und seid alle bei der Challenge dabei. Am Montag, 31. Mai geht's los und an alle, die das Video erst danach sehen, Leute, ihr könnt jederzeit dazu einsteigen, weil, wie gesagt, das ganze Jahr mit den Programmen arbeiten. Es starten ja jeden Tag Leute, die neu ins Team kommen, starten neu mit dem Programm. Ihr habt immer welche, die mit euch gleichzeitig das Programm machen, bei über 20.000 Menschen. Deswegen seid dabei bei der Challenge. Nutzt den Rabatt. Der wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger gehen und ich hoffe, euch hat es gefallen, Freunde. Ich würde mich freuen über einen nice Kommentar, über ein Like, über euren Support. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Willst du noch was sagen, Niki? Na, gell? Na, vergiss. Markiert uns auf Instagram. Markiert uns auf Instagram. Sehr gut, Niki. Props. Ciao.